Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Rubin, Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir stehen hier kurz vor unserem ersten Arena-Kampf und ich denke, ich lasse kämpfen. Ich denke, ich versuche es mal mit Blume erstmal, mit dessen Egelsamen. Mal sehen. Hallo, ich bin Felicia, die Leiterin der Arena von Metaros City. Ich wurde Arena-Leiterin, um mein Wissen, das ich in der Pokémon-Trainerschule erworben habe, umzusetzen. Würdest du mir bitte zeigen, wie du kämpfst und mit welchen Pokémon? Ja, Kleine, ich kann dir noch ganz andere Dinge zeigen, ja. Aber erstmal bin ich gespannt, mit was für Pokémon du kämpfst. Du hast zwei und das erste ist ein Knuddeluff. Ein Knuddeluff. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen will. Gesang. Muss das denn jetzt sein? Das finde ich jetzt gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. Uncool. Blume, es wäre schön, wenn du aufwachen würdest. Aussetzer. Mein Gott, Felicia, bist du dumm. Yes, Blume wacht auf und Egelsamen. Wunderbar. Gut. Dann wirst du langsam aber sicher erledigt werden. Sehr schön. Gut, dann versuchen wir mal den Rankenhieb. Ja, Gesang trifft natürlich nochmal. Ist klar. Nerviges Knuddeluff. Sehr nervig. Ja, Blume schläft, ist gut. Aber die Egelsamen zeigen Wirkung. Langsam, aber sicher. Nochmal Aussetzer. Mein Gott, was tust du da? Blume schläft immer noch. Finde ich jetzt gar nicht so toll. Ja, noch ein bisschen. Ja, das sieht doch gut aus. Nochmal Rankenhieb. Was? Setz einen Trank ein? Oh, muss das sein? Blume schläft immer noch. Ja. Blume? Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Taktik ist, den halben Kampf zu verpennen, ja? Deswegen bitte. Ja gut, solange Knuddeluff nicht angreift, kann mir das eigentlich egal sein. Aber ich möchte, dass Blume angreift. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein. Komm schon, Blume. Immer noch Aussetzer. Was ist denn kaputt mit dir? So, wacht auf und Rankenhieb. Was? Oh nein, Schambolzen. Oh nein. Oh, komm schon. Oh nein. Blume, dieses Knuddeluff ist nicht attraktiv für dich, ja? Merkt ihr das? Sie hat noch einen Trank. Oh, komm schon. Ah, komm schon. Blume, greif an, okay? Oh, leck mich doch. Du magst dieses Knuddeluff nicht, okay? Merkt ihr das? Du magst es nicht. Ihr passt nicht zusammen. Und ganz besonders, es mag dich nicht, okay? Auch wenn ich jetzt deine Gefühle damit verletze, es tut mir leid, aber es mag dich nicht. Es ist immer noch starr vor Liebe. Das Vieh mag dich nicht, also hau ihm aufs Maul. Okay? Es greift nicht mal an. Was soll der Scheiß? Ich meine, ich habe nichts dagegen. Dann kann Blume in Ruhe verliebt sein und ab und zu angreifen. Oh, der Schaden ist so minimal, den Blume hier macht. Oh, Kacke. Aber wie gesagt, dank den Egelsamen ist das noch machbar. Lass jetzt mal diesen Scheiß aussetzen, okay? Und? Blume? Ist scharf vor Liebe, das gibt's doch nicht! Was soll's? Was soll? Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Es ist so Schwachsinn mit seinem Aussetzer. Blume, besieg es jetzt, ansonsten machen das die Egelsamen. Okay. Oder beides. Gut, das erste Pokémon wäre weg. Das hat jetzt fast nicht lange gedauert. Fast 4 Minuten. So, Level 11 für Blume. Level 12 für Blume sogar. Sehr cool. Ein Golking. Ja, da bleiben wir drin, würde ich sagen. Oh mein Gott, Level 15. Nicht Superschall, danke. Ja, erstmal wieder die Egelsamen. Das ist immer ein guter Anfang für unsere Blume. So. Und sagen wir, dass wir jetzt nicht irgendwie Hornbohrer beherrscht oder so, denke ich mal, sollte der Kampf klar gehen. Rankenhieb! Blutenschlag. Okay. Okay, müssen wir im Auge behalten, die Verteidigungswerte von Blume. Was ist das denn? Es macht so gut wie keinen Schaden. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt nicht ge... Nein, nicht der Superschall. Oh, leck mich. Blume?
bitte greif an. Okay, du bist jetzt nicht mehr verliebt, aber du bist verwirrt. Blume? Blume, weißt du was? Oh, shit. Oh, shit. Nochmal Verteidigung gesenkt. Blume, ich denke, ich muss dich gleich auswechseln. Egal, ob du triffst oder nicht. Du triffst! Die Egelsamen reichen vermutlich nicht, oder? Nein, tut es nicht. Aber ich möchte kein Risiko eingehen und deswegen wechsle ich aus. Und zwar auf... auf Aquana. Ja. Aquana hält allem Stand. Los, Aquana. So, was jetzt? Nochmal Rutenschlag. Ja, gut. Okay. Okay, Aquana gewinnt, ohne irgendwas zu tun. Ist auch in Ordnung. Und damit kriegen wir unseren ersten Orden. Wunderbar. Tschüss, Goldking. Ha. So. Level up für Blume, ja. Und auch für Aquana ein weiteres Level up. Wunderschön. Gut. Wir haben Felicia besiegt. So, ich habe verloren. Es scheint, ich muss noch eine ganze Menge lernen. Ich verstehe schon. Die Regeln der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer, die einen Arenaleiter besiegt haben, diesen erhalten. Was? Ah, den Orden, ach so. Bitte nimm den offiziellen Pokémon-Liga-Steinorden an. Vielen Dank. Siegesmusik, wunderbar. Der Steinorden erhöht die Kraft der Attacken deiner Pokémon. Außerdem sind sie nun in der Lage, die VM-Zerschneider auch außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Dies möchte ich dir auch noch geben. TM 39. Das ist irgendwas Doofes, glaube ich, oder? Ja, das ist Felsgrab. Es richtet nicht nur durch das Fallen von Steinschaden an, sondern reduziert auch noch die Initiative. Sobald du eine TM aktivierst, wird die Attacke einem Pokémon beigebracht. Aber vergiss nicht, dass eine TM nur einmal eingesetzt werden kann. Ihr Einsatz will also überlegt sein. Ja, das war ja früher so, dass TMs nur einmal beigebracht werden konnten. Ist ja gut. Ist ja gut. Was? Nee, geh aus dem Weg! Was zur Hölle? Warte doch, bitte! Du kannst doch nicht einfach meine Waren stehlen! Ja, ihr interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich gehe erstmal ins Pokémon Center, um unsere Blume zu heilen. So, bla bla blups. Und geheilt. Vielen Dank und tschüss. Und dann wollen wir uns doch mal ansehen, was da gerade passiert ist. Ich habe eine Speed-Taste, verdammt. Sollte ich auch einsetzen. So, und hier lang. Und da kann ich ein weiteres Pokémon fangen auf der nächsten Route. Hä? Oh, du bist das. Du bist dieser großartige Trainer, der mir im Blütenburgwald geholfen hat. Hilf mir, das Team Magma hat mich ausgeraubt. Ich muss die Devon-Waren zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein Riesenproblem. Ja, ja, ist gut. Ich habe jetzt auch ein Riesenproblem, falls ich keine Pokébälle habe. Hab ich aber. Okay. Kann ich erst noch einen Trainer bekämpfen? Ja, erstmal noch dich bekämpfen hier. Bevor wir hier unser nächstes Pokémon fangen. Was könnte... Ja gut, was überlege ich eigentlich, was es hier geben könnte? Das ist eh randomized. Aber ich weiß nicht, wo ich meine Liste habe. Aber hier darf ich mir definitiv was fangen. Aber dass der Kerl jetzt einen Pixie hat, finde ich nicht so cool. Allerdings, es ist auf Level 8. Sollte das schon machbar sein für... Oh, verdammter Schambolzen, ey. Gesang. Nein, du triffst nicht, okay? So, Egelsamen. Bitte triff, okay? Yes! Alles noch gut. Alles noch gut. Nein, was will ich mehr? Komprimator. Ja, finde ich gut, dass die Egelsamen jetzt liegen, denn eventuell treffe ich es jetzt nicht mehr. Gib mir deine KP. Na gut, die KP von Blume sind zwar voll, macht aber nichts. Zerschneider. Bitte greif an, okay? Okay? Ja, ganz okay. Nein! Oh, leck mich doch. Muss ich jetzt echt nochmal zurückrennen, um Blume zu heilen, weil er schläft? Ist das jetzt echt dein Ernst? Vermutlich ja, oder? Oh, sie überlebt das Ganze natürlich. Leck mich. Blume schläft. Gut. Gut. Was, Toxin wäre es gerade gekommen durch Metronomen. Holy shit. Das wäre gefährlich gewesen. Quaxo. Ja, hoffen wir, dass Blume jetzt aufwacht. Scheiße. Ah, aufgewacht. Perfekt. Und Edelsamen. Quaxo gibt bestimmt sehr gute Erfahrungspunkte.
Aquaknarre. Ja. Kratzt mich jetzt nicht so sehr. So, und geheilt. Perfekt. Hauen wir den Rankenhieb raus und machen, ja, ganz okay Schaden. Ist ganz okay. Im Gegensatz zur Aquaknarre, die quasi überhaupt nichts macht. Ja, die Egelsamen heilen mich mehr, als das Aquaknarre Schaden macht. So, und weg mit dir. Gut, da brauche ich meine Blume auch nicht zu heilen. Weil, ne, volle KP und so weiter. Wunderbar. Ludger wurde besiegt. Ja, Kratzer, gib mir Verband. Als Maul. So, was ist das nochmal für eine Route hier? Ich mache das so, ohne das Schild zu lesen. Route 116, okay. Was kriegen wir denn hier Schönes? Na? Ich bin gespannt. Voltenso? Ja, das ist jetzt eigentlich gar nicht mal so das Schlechteste, was man haben kann. Wow, pass auf. Blume, pass auf, okay? Ja, ich muss es so versuchen zu fangen, denke ich. Obwohl das ein Problem sein könnte. Ich werfe einfach mal einen Ball, komm. Komm schon, Voltenso, bleib drin. Ja, so viel dazu. Shit. Shit, shit, shit. Suche ich halt noch... Nein, kein Ball werfen. Ich versuche einen Tackle. Oder zerschneiden. Nee, Tackle. Ah, nein! Shit, kein Pokémon für mich auf Route 116. Aber Blume lernt Giftpuder. Naja, immerhin das. Mein Gott, Blume! Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so viel Schaden machst, okay? Okay, vergiss halt den scheiß Tackle. So. Achso, ja, stimmt. Das lernt ja alles auf einmal. Dann vergiss halt Giftpuder gleich wieder und Schlafpuder. Ich krieg nicht mal ein Pokémon auf dieser Route. Verdammt nochmal. Okay, komm her. Kämpf gegen dich. Meine Käfer-Pokémon sind stark. Lass uns kämpfen. Ja, komm, dann kämpf halt. Ich brauch doch noch ein fünftes Pokémon, verdammt. Baldorfisch. Okay, Baldorfisch. Legen wir dich erstmal lahm. Tackle. Na gut, damit kann ich leben. Nochmal Rankenhieb. Und das war's. Sehr gut. Erfahrungspunkte. Und als nächstes ein Dodu. Gut, da wechseln wir aus. Auf Angela. Ja, doch. Los. Hallo, Angela. Bitte mach dieses komische Vieh platt, okay? Level 8. Ja, passt. Konfusion. Zack. Ein Falltreffer. Angela, wunderbar. Wunderbar. Du enttäuscht mich nicht. Level 13. Ein Tannhehl. Nugget, komm auch mal wieder. Du darfst auch wieder mal was machen. Los, Nugget! So. Zünde dieses Tannhehl am besten an und dann ist das... ein leichtes Spiel für dich. Jo, passt. Jo, passt. Weg mit dir. Ein paar Erfahrungspunkte und alles ist gut. Eros wurde besiegt. Ich hab verloren. Leck mich, Eros. So, halt, das Item will ich haben. Ist hier auch was? Nee. Aber das ist ein... Ein Schutz. Ja. Kann man eigentlich immer gebrauchen. Dann kämpfe ich gegen dich hier. Ich bringe dir bei, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Du hast also nur eines. Hoffe ich jetzt mal. Wer bist du denn? Göre Ricarda. Ja, du hast ein Pokémon, ein Kindwurm. Wow. Wow. Nicht schlecht. Erstmal die Egelsamen. Das ist eine gute Taktik für Blume im Moment noch. Was kannst du denn? Raserei. Uncool. Ich denke, wir versuchen gleich mal das Schlafpuder. Um das Vieh ein bisschen zu beruhigen. Schlafpuder. Trifft. Super. Was will ich mehr? Sehr gut, Blume. Ja, Schlaf halt mit offenen Augen, Kindwurm. Ist normal. Machen wir immer so. Klar. So. Ja, ich denke, das macht jetzt noch Blume zu Ende. Und dann wird wieder mit ein bisschen anderen Pokémon gekämpft. Und dann war es auch bereits für diesen Part, würde ich sagen. Hört auf mit deiner Scheißraserei hier. Du heilst mich eh quasi wieder voll. Was heißt quasi? Du heilst mich voll.
Das finde ich sehr angenehm. Und nochmal den Zerschneider und tschüss, Kindwurm. Blablabla. Wie viele Erfahrungspunkte? 190. Reicht noch nicht ganz aus. Shit. Gut. Aber bevor wir jetzt dieses Gras hier betreten, würde ich sagen, das war's für heute mit Pokémon Rubin Randomizer Nuzlocke Challenge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.